Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 Kampagne. Mission Gefängnisausbruch. Schwierigkeit Soldat, Ziel trifft dich mit Ghost. Schnacken wir lang, nicht lang, lassen wir schnacken wir dann um. Wir machen los. Leichmann MP mit Schalldämpfer. Na, wir bleiben bei unserer Standardausrüstung. Ghost, wie ist dein Status? Komme zu euch. Verstanden. Wir sind unterwegs. Auf den Hubschrauber achten. Ja, die Leiche ist weg. Hey, was geht, Meister? Eingang voraus. Shadows versperren den Weg. Schicken wir sie zur Hölle und gehen rein. Alles sicher. Wo hat denn der jetzt hingeschossen? Das ist nur eine Skyl. Versperrt. Brechen wir sie auf. Nein, Rudy. Klopfen. Mir nach. Sauber, aber Jungs. Feinde im ersten Stock. Mehr die Treppe runter. So, wir beschäftigen sie oben. Rücke vor. Ui. Also ich habe wirklich sehr viel kapiert. Ups, falsch. Bleib, wo du bist, Keule. Oben? Lebst noch? Sicher, sicher. Ich folge dir, Sergeant. Alejandro ist hier oben. Gehen wir. Zack, die haben wir auch. Alejandro ist den Flur runter. Rechte Seite. Mit Gegenwehr rechnen. Machen wir sie fertig! Pinche Sombra! Brauche Munition. Da ist Alejandros Zelle. Öffne sie. Ich gebe Deckung. Bist du frei? Achso, die meinst du. Johnny, sobald ich dieses Schloss knacke, stürmst du rein. Dafür sind wir gekommen. Alejandro! Colonel, bleib ruhig. Wir sind es. Soap. Rudy, Ghost. Hast du gedacht, wir lassen dich hier? Warum habt ihr so lange gebraucht, Pendejos? Pendejos. Das wird die Hölle. Bekämpfen mit Feuer mit Feuer. Es sind mehr Vaqueros in den Zellen oben. Richtig. Hol wir sie raus. Órale dir nach, Rodolfo. Hast du Graves hier gesehen? Nein. Ich habe vor ihm einen Besuch abzustatten. Oh, ich auch. Sie haben Wachen auf allen Etagen. Bereit halten. Rucksack ist voll. Blend. Und Splitter. Einsatzschilde! So, bewirf sie mit egal zwei, was! Drei. Erledigen sie! Egal was! Ne, schmeiß sie ab mit egal was. Eins, zwei. Ich glaube, wir sind sicher. Los Vaqueros sind in diesen Zellen eingesperrt. Wir sind da, Vaqueros. Zeit, nach Hause zu gehen. Wir sind hier, Hermanos. Wir holen euch raus. Einsatzstück bestimmt sehr, sehr, sehr interessant. Schalter sind im Kommandoposten am Flurende. Achso, nur die Granaten hier. Okay. Ich dachte, das ist Munition. Du hast ihn gehört, Johnny. Geh da rein und öffne die Türen. Wo? Hier denn? Ach, da! Oh. Bin dabei. Órale, mis hermanos hasta la muerte! Sanchez Parra hat Waffen. Nimm eine und warte hier. Ah, da Munition noch, sehr schön. Bin gleich da. Ninguna prisión puede detenerlo. Wird das Chaos. No. El único que puede matar a Alejandro es Alejandro.
Gibt's hier vielleicht irgendwas Schönes zu mitnehmen? Kleines Easter Egg oder sowas vielleicht? Wer weiß, ne? Pendejo. Und, nicht schnacken, rein da. Die Shadows wissen von uns. Das Aim wird schon mal immer besser, das ist zumindest schon mal etwas. Boah. Gute Nacht. Steg dürfte sauber sein. Und fast leer. Nacht. Ein großer Raum. Sorgt dafür, dass die Luft rein ist. Despejado, Coronel. Keine Bedrohungen. An der Tür sammeln. Ist mit einem Schloss verriegelt. Ich mach das. Ein Phantasma. Für alles gewappnet. Ja, das ist groß. Auf dein Zeichen, Coronel. Waffen scharf, Herr Mann. Die Treppe führt nach unten und raus. Wir schließen uns den anderen an und verschwinden von hier. Fahrzeuge präpariert. Ghost hat Sprengladungen für unsere Flucht angebracht. Mit Johnnys Hilfe. Ich kann so gut. Rucksack auffüllen. Besser nicht. Das darf nur Ghost. Nimmt mit, was ihr braucht. Es wird heftige Gegenwehr geben. Wir müssen über den Hof, damit alle rauskommen. Voran so. Zwar nicht viel, aber. Hat für einen Kill noch gereicht. Da oben. Ne, Uno. Da. Ja. Es müssten gerade auch noch welche gewesen sein. Das ist ein gutes Rotpunkt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Samson auf dem Dach! Boah, LMG, her damit. Entschuldigung. Scharfschütze erledigt. Johnny, an dem Truck ist deine Moped. Und es macht Bumm. Und es hat Bumm gemacht, ja. Pumpgun, nehmen wir mit. Können wir einmal gebrauchen. Sieht ein bisschen aus wie die Mastiff aus Apex. Macht das schon. Abschau. Na, Ende im Gelände hier. Was das? Vorerst. Rodolfo, wohin? Durch das Gebäude. Linke Seite. Diese Shadows sind verrückt. Die halten auch aus wie sonst was. Scheint ruhig zu sein. Nimm alles, was wir im Kampf brauchen können, Johnny. Ich kümmere mich um Feuerschutz von oben. Wartet auf mein Zeichen. Bestätigt. Ja, oh, nehme ich mal mit, nicht? Rucksack auffüllen. Lade Munition auf. Mach mal nicht. Meine Waffe habe ich leider schon weggeschmissen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich gehe mal kurz mal zu den Leichen. Vielleicht haben die ja noch was, was ich mitnehmen kann.
Scheint aber negativ. Lol. GG. Ja, füllen wir so auf und fertig. Alles gut. Dürfen auch der Werfer voll sein, ne? Nee, doch nicht. Ach, hier waren Waffen. Ah. Komm, nehmen wir die. Und 80 ist sogar schon maximal. Roger, wir rücken aus. Wir müssen den Hof sichern, um rüberzukommen. Nach oben. Sehr schön. Gute Nacht. Dann mal los. Kommen noch mehr, sie haben Schilde. Und wir Kanaki. Jetzt. Ich gehe wieder zurück. Schon geil mit den Trigger-Stops, wirklich. Das ist wirklich geil. Wir müssen sie ausschalten, sonst folgen sie uns. Gute Entscheidung, Rudolf. 1, 2, 3. Jetzt müsste auf jeden Fall down sein. Also ich hoffe es jetzt einfach mal. M4. Wo jetzt schon wieder? Wo? Oh, ja. Oh, Ghost, sorry. War sie noch gerade eben komplett leer? Wenn ich da alles weggehetet habe, was möglich war? Da ist ein Feld, das wir zum Flankieren nutzen können. Wir müssen weiter und über die Mauer. Wohin? Auf die Scheiße her! Schon eine klasse Pumpe auf jeden Fall. Hört ihr das? Es ist Price! Verdammt, ja! Yo, Price? Nice. Deutlich, Price. Wir kommen zu dir. Wer ist sehr das? Schön. Chinga Somadre. Ein Freund. Ich mag ihn jetzt schon. Los, alle Bagenos zur Mauer zwischen den Türmen. Sofort. Der beste Mann von allen. Achtung, Seile bereit. Findet sie und klettert auf. Roger. Für den Moment sind wir sicher, aber Shadows sind unterwegs. Verlasst euch drauf. Sergeant McTavish. Schön, dich zu sehen, Captain. Ghost. Garrick. Price. Woher wusstet ihr? Laswell. Als Shepard untertauchte, hat sie uns informiert. Laswell, ein Fels in der Brandung. Colonel Vargas, das sind Captain Price und Sergeant Garrick. Danke für die Hilfe. Meine Männer brauchen Deckung. Gas, Ghost, so. Überwachung, sofort.
Und ich habe die... ich wollte gerade sagen, ich habe die gute Waffe weggeschmissen. 50er Kaliber, Habibi. Oh, wo ist es? Da. Ausschalten. So, wenn es in diesem Turm Waffen gibt, benutze sie. Ey, hier ist noch eine gute. Seht euch das an. Ich hab einen Granatwerfer. Aber alle sechs Kugeln, ne? Dann die Seile hoch. Wenn sie oben sind, ziehen wir ab. Granate ist raus. Scharfschützen auf den Dächern. Mein Milchshakes bringen wir dir aus, Digga. They like the better than yours. Gute Arbeit. Das höre ich immer bei der Waffe. Dumm, 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 dumm. Vamos, avance rápido, solange die Luft rein ist. Wir sind startklar, Koronel. Lass uns hier verschwinden, Hermanos! Die Mauer runter! Wir verschwinden! Soap, schnapp dir das Seil, wir verschwinden! Jo, Abstieg. Die zwei gehören uns. Jack! Rodolfo! Nimm den Truck, mit dem wir gekommen sind. Roger. Vaqueros, zu mir. Rudy, treffen beim Haus. Ja, Koronel. Viel Glück. Captain, mir nach. Verstanden. Gas, fahr. Bin dabei. Ghost, go. Wir machen das. Alles rein. Drück drauf, Gas. Shepard hat uns auffliegen lassen. Er hat Graves und seine Shadows geschickt, um uns zu töten und Los Vaqueros zusammenzutreiben. Wir wissen, wieso. Aswell hat ein bisschen gegraben. Was hat sie gefunden? Die Wahrheit. Zensierte Infos über eine Geheimoperation von General Shepard entdeckt, die von der Shadow Company ausgeführt wurde. Sie transportierten ballistische US-Raketen zu unseren Verbündeten, die im Mittleren Osten gegen Russen kämpften. Die Mission lief nicht wie geplant. Was transportieren wir diesmal, Graves? Habe vergessen, mich zu entmuten. Und zwar, ich habe gesagt, das ist anscheinend definitiv dann eine Parallelstory oder eine neue Story oder Neuauflage, kann man so sagen, mit den beliebten Charakteren auf Deutsch gesagt. Deswegen auch eine andere Ghost-Maske als wie in MW2 und MW3, weil ich habe MW2 und MW3 gespielt und weiß, wie die geendet sind. Und wenn das die Vorgeschichte wäre, was ich ja oft gelesen habe, dann hätten dementsprechend ja Teil 2 schon ganz anders aussehen müssen, beziehungsweise anders ändern müssen, als das jetzt so ist. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen was, aber ich würde jetzt sagen, das ist eine komplett neue Story, bevor wir das jetzt ankratzen, das Kapitel. Und ja, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Aber ich bin mir zu 90% nicht sicher, dass das eine neue Story ist, Neuauflage quasi. Militärischer, beziehungsweise spezialeinheitlicher als die originalen MW-Teile. Weil MW1 war schon sehr auf Spezial gerichtet und jetzt MW2, das ist ja sehr viel auf diese Spezialkommando-Gedöns ausgerichtet. Und ja, deswegen denke ich mal, für alle, die MW2 und MW3 kennen, beziehungsweise alle, die MW2 kennen, wissen ja, wie das dementsprechend endet. Und das macht dann keinen Sinn, MW2, wenn das jetzt hier schon Shepard in dem Falle so drauf ist. Für alle, die wissen, was ich meine, die wissen auch, was ich meine. Gut, dann kratzen wir jetzt diese Story nochmal an. Mission Rückblick, ja, liefer die Milch aus. Gut.
müsste dich töten, wenn ich dir das sage. Ich wette, das würde er auch. Ist wie eine Milchlieferung, Jungs. Waffen für die Guten. Zum Frühstück seid ihr wieder im Hauptquartier. Versaut es nicht, dann regnet es Boni. Sucht mich auf, wenn ihr zurück seid. Yep. Shepard wartet auf einen Bericht, lasst die nicht hängen. Ende. Drei Container. Ganz schön viel Milch. Durstige Freunde. Shadow 2, ein Gold-Eagle-Kommando. Ich höre zwei. Drei Shadows verlassen Highway 7 Zulu. Keine Probleme. Kommando. Okay. Liefert die Fracht pünktlich aus. Kein Versagen. Eagle Ende. Kein Versagen? Ich sag doch, das Zeug ist wichtig. Zu wichtig. Was ist los? Drei, hier ist Erickson. Was ist los? Da ist ein Fahrzeug auf der Straße. Warte, ich komme zu dir. Graves, Vance, Achtung, werden aufgehalten. Kümmern uns drum. Tut das. Bleiben wir in Bewegung. Verstanden. Laut Aufklärung sollte die Route frei von Feindaktivität sein. Die Berichte waren falsch. Die Lieferung wurde entdeckt, ehe sie ihr Ziel erreichte. Yalla, yalla! Verschwinde da! Los, aus dem Weg! Das gefällt mir nicht. Sein Arabisch ist furchtbar. Yataharak! Minfalik! Paolo, lehn dich raus und gib ihm Deckung. Bin dabei. Wir brauchen einen Übersetzer. Wie sieht's aus, Sir? Lance, die Paolo, los, helft ihm schon. Was zum Henker? 3-1 ist tot! Feuer frei, die Paolo! Wer zum Henker sind diese Typen? Zurück! Also nicht mal Hinterhalt, wa? Alle Einheiten! Truppen in Kontakt! Stehen unter Beschuss! Mehrere Tote! Kontakt hinten! Reitet die Bedrohung aus, Shadow! Hier Gold Eagle Kommando! Verliert die Fracht auf keinen Fall! Augen hoch, in die Gebäude! Auf dem Dach! Raketenwerfer! Geh weg, los! Wir sind im Kegel! Wir sind überall! Wer zum Krieg, wer sind die? Kommando, er bitte eingreift, Trooper! Negativ! Wir kämpfen mit den Waffen, die wir haben! General, Sie brauchen Hilfe! Sie sind meine Hilfe! Kümmern Sie sich drum! Das sind russische Söldner! Was zur Hölle treiben die da draußen? Alle Einheiten, wir haben russische Söldner hier draußen! Die Feinde sind Russen! Wir brauchen Verstärkung! Kommando, meine Jungs werden durchlöchert! Sie brauchen Luftunterstützung! Das können wir nicht, Graves, unterstützen! Mist! Runter! Die Russen exekutierten den ganzen Trupp und fingen die Shadow-Kommunikation ab. Sie erfuhren, dass Shepard dahinter steckte. Russland gab die Raketen Hassan. Shepards Absichten waren gut, aber die Lieferungen waren illegal und unter der Hand. Er und Graves begruben es. Die Vertuschung ist immer schlimmer als das Verbrechen. Wir kamen ihnen zu nahe und das würden sie nicht zulassen. Drei Raketen wurden gestohlen. Wir haben nur zwei gefunden. Hassan hat noch eine. Wir müssen sie finden. Sie wussten es. Wieso? Jeder hat Geheimnisse, Captain. Warum wurde ich nicht informiert? Sie sind jetzt bestens informiert worden, John. Oh, das ist wirklich verdammt hilfreich, General. Danke, es kam nur ein Tag und eine Rakete zu spät. Wir haben nur zwei gefunden, es gab drei. Dann wäre es vielleicht gut, weiterzusuchen und sie zu finden. Und was ist mit Ihnen, hä? Nur keine Bange. Ich bin Patriot und beschütze mein Land. Sie beschützen nur Ihren Arsch. Ich tue, was getan werden muss, und niemand hält mich auf mit ein paar Vorschriften. Ich weiß, was gut für die Sache ist. Sie sind verrückt, General. Und Sie haben vergessen, wofür Sie kämpfen, John.
Gutes zu tun hat halt seinen Preis. Wenn wir scheißen, vergraben wir es. So läuft das. Ja. Aber wir vergraben uns nicht gegenseitig. Hören Sie lieber auf, so zu denken. Kämpfen Sie gegen den wahren Feind. Rufen Sie Ihren Shadow zurück. Graves? Ja. Er ist ein Hund mit einem Knochen. Und Sie sollten ihn wirklich in Ruhe kauen lassen. Und Sie sollten wirklich nochmal nachdenken. Sonst was? Sonst hole ich mir ihn zuerst. Und danach Sie. Orale! Vaqueros! Pongan atención! Gut, zuhören. Wir erobern euer Hauptquartier, holen die Gefangene und töten Commander Graves. Wann? Jetzt. Dieser Kampf geht gegen unsere Leute. Ruht euch doch erstmal aus, kurz, ey. 1-4-1 oder Los Vaqueros dabei. Wir sind ein Team. Ghost Team. Nein! Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nein! Nicht. Call of Duty Ghost. Meine Truppen kennen die Fuerzas Especiales Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht, sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basis mit 2 Ghost Teams. Team 1 besteht aus Captain Price, Gas, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Vaqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Heli. Mein Pilot bringt den Captain rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangstor feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves vorkämpfen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier und wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Gas und ich Valeria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. 4 Ghosts im Tunnel. Okay, kurz funktionieren noch. Verstanden, wie hast du jetzt dadurch? Ghost Team. 1 Kilometer vom Tor mit Soap und Ghost. Okay, durchschalten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Gas, gib Deckung. Abmarsch. Das ist mir zu viel. Das ist mir viel zu viel. Nein. Nein, ich pack's nicht. Ich pack's überhaupt nicht gerade. Also ich bin... Boah. Ich bin fix und fertig gerade. Ach du Scheiße, freue ich mich weiter zu zocken. Zu zocken, meine ich. Unfassbar, wir haben jetzt schon wieder 30 Minuten voll. Ich möchte nicht länger aufhalten. Aber wir haben jetzt 3 klare Dinge. Bisschen mehr sogar, aber ich sag, ihr redet einfach noch die letzten paar Minuten. Wenn ihr es nicht hören wollt, könnt ihr schon abschalten. Aber wir wissen auf jeden Fall, Shepard ist feindlich. Es wurde in den Untertitel angezeigt, er war rot und tut nur so. Eindeutig, er ist feindlich. Brauchen wir nicht drüber schnacken, hundertprozentig. Das wird unser letztes Ziel sein. Zweitens, Sam Riley hat sein Gesicht gezeigt vor allen anderen, um das Vertrauen zu aufbauen quasi. Und die sind jetzt die Ghost-Spezialeinheit aus Call of Duty Ghost. Mich werden jetzt viele hassen, aber ich habe diesen COD-Teil echt geliebt, von allem wegen der Kampagne, beziehungsweise eigentlich nur wegen der Kampagne, weil die echt gut war. Und die bilden jetzt das Ghost-Team. Die sind jetzt, wir spielen jetzt quasi Call of Duty Ghost 2. Quasi ab jetzt. Finde ich Hammer. Finde ich der absolute Hammer. Das sind die 3 Dinge, die ich angesprochen haben wollte. Und ich bin richtig gehypt, weiter zu zocken. Ich hoffe, ihr seid auch gehypt. Es geht auf jeden Fall im nächsten Part richtig los. Und ich bin mir 100% sicher, Shepard wird umgebracht. Oder Shepard wird neutralisiert. Jetzt dieser Typ, den Namen ich gerade vergessen habe, auf dem wir jetzt gerade unterwegs sind, der wird rasiert.
Und somit haben wir eine richtig, richtig, richtig krasse Spezialeinheit. Das Ghost Team. Ich bin hyped. Ich bin wirklich, wirklich hyped. Ich bin verdammt, verdammt, verdammt gespannt. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf den nächsten Part. Boah, ich bin sehr, 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 sehr positiv überrascht tatsächlich. Ich freue mich. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Hauptsache, es, ja. Shepard ist böse. Ghost hat sein Gesicht gezeigt. Riley hat sein Gesicht gezeigt, um das Vertrauen aufzubauen. Wir sind Ghost und wir spielen jetzt Ghost 2.0 quasi, beziehungsweise Ghost 2. Ich bin verdammt, verdammt hype auf die Mission. Und da werde ich mich anstrengen, nicht zu sterben. In dem Sinne sage ich, Leute, bis zum nächsten Part. Wiederschauen und reingehauen. Bye, bye.